halt eine Mail schreibt, dann ist die natürlich so verfasst, als hätte es ein Anwalt geschrieben. Ja, ja. Laut BGB 34, ja, ja. Da habe ich das Recht, sie müssen Internet, Gewährleistung, ja. Sachmangelhaftung, dies, das, so. Und hey, da machen sich die meisten Händler in die Hosen. Richtig, ja. Auch wieder Mindset. Die machen sich in die Hosen und ich möchte euch jetzt allen was sagen. Gewährleistung, das leidige Thema für Automobilhändler. Passend zu unserem neuen Call bei Mach Umsatz, den wir eingeführt haben für Automobilhändler, wo auch du teilnehmen kannst. Jede Woche kannst du reinkommen mit deinen Gewährleistungsthemen und ich löse das für dich. Sachmangelhaftung, einer meiner Kernkompetenzen. Passend dazu sprechen wir doch ein bisschen darüber, über das Thema Gewährleistung im Automobilhandel und leider, wie sehr viele Automobilhändler nicht ganz richtig mit dem Thema umgehen und dadurch sich das Leben als Automobilhändler schwerer machen, als es eigentlich sein müsste. Mit dabei wie immer Armin Mehic, mein guter Freund und Partner. Armin, wie geht's dir heute? Mir geht's bestens. Ja, wir hatten eine sehr, sehr super Woche bei Mach Umsatz. Wieder tolle neue Automobilhändler bei uns ins Training eingestiegen. Von daher alles bestens. Vor allem aktuell extrem viel Content, was kommt, ne? Ja. Wir arbeiten aktuell mit dem Sören von Murmedia. Ja. Und der macht eine richtig geile Arbeit. Ne? Also die besten Creatives, wirklich die besten Videos. Bester Mann, Sören. Liebe Grüße, ja, der unter anderem wahrscheinlich diesen Podcast schneiden wird. Liebe Grüße an den Sören. Ja. Und ja, steigen wir mal ein. Das leidige Thema Gewährleistung. Soll ich dir mal von meinem allerersten Gewährleistungsfall erzählen? Erzähl mal, Hüseyin. Und vor allem, wie du ihn gelöst hast. Also pass auf, mein allererster Gewährleistungsfall, ja? 2009. Ich habe mich wieder selbstständig gemacht im April 2009, da habe ich mich selbstständig gemacht als Automobilhändler und Kleinwagen verkauft, ganz klassisch, Lehre abgebrochen und die ersten Fahrzeuge verkauft und am Anfang werden die meisten Automobilhändler gar nicht mit dem Thema konfrontiert. Weißt du warum? Warum? Weil du musst erstmal Fahrzeuge auf die Straße bringen. Richtig. Und wenn du eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen auf die Straße gebracht hast, je mehr, umso besser, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fahrzeuge zurückkommen. Mhm. So, und die ersten starten, die ersten paar Monate werden Autos verkauft. Ja, die ersten paar Monate passiert nichts. Aber du musst 12 Monate Gewährleistung geben in Deutschland als Automobilhändler. Eigentlich 24 Monate, aber du kannst sie runterbrechen im Vertrag auf 12 Monate. Der Tipp war jetzt umsonst. Wissen sehr viele auch nicht. Richtig, ja? Viele kommen denken wir, 24 Monate. Kommen wir zurück zu meinem allerersten Gewährleistungsfall. Also, Lehre abgebrochen, mit Automobilhandel gestartet. Sehr gut gelaufen, erster Monat 15.000 Euro verdient, Gott sei Dank. War ein sehr guter Monat, der allererste Monat. Und dann habe ich einen roten Golf 3 verkauft. Roter Golf 3, 1,6 Liter, kann mich erinnern. Ich habe übrigens bei Fahrzeugen ein fotografisches Gedächtnis. Ja? Ich kann dir ganz genau sagen, vor 10 Jahren, welches Fahrzeug habe ich verkauft. Wenn du mir ein Bild zeigst, wo habe ich es eingekauft, wie viel habe ich dran verdient, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Mhm. Aber nur bei Fahrzeugen. Und ich habe dann diesen Golf 3 verkauft an jemand, der mir dann auch später geschrieben hat, dass er im ADAC-Club ist und im Motorrad-Club ist. Der hat mir da so ein bisschen damit gedroht. War ein Golf 3, das Auto hat 1490 Euro gekostet. Und der ist das Auto irgendwie 3 Monate gefahren. Da kam ein, hat mich angerufen, pass auf, das Auto hat einen Motorschaden. Mein allererster Gewährleistungsfall. Ich wurde entjungfert, Armin. Yeah. So, jetzt stehe ich da, ja, habe diesen Brief in der Hand von einem ADAC-Anwalt, weil der inklusive ist, wenn du ADAC hast, so ist ein ADAC-Anwalt mit dabei. Ja, ich krieg natürlich Angst, ja, ADAC ist eine große Firma, Gewährleistungsfall, Sachmangelhaftung, Golf 3, Motorschaden. Und ich kam da neu auf die Welt, weißt du warum? Das Auto habe ich verkauft für 1490 Euro. Weißt du, wie viel die von mir haben wollten? Auf jeden Fall nicht nur 1490 Euro. Mehr. Ja. Die wollten die 1490 Euro plus An- und Abmeldung des Fahrzeugs plus irgendwelche Winterräder, die gekauft hatten plus die Anwaltskosten. Das war Rücktritt vom Kaufvertrag. Die wollten von mir irgendwo, keine Ahnung, 2200, 2300 Euro. Mhm. So, und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden.
Ich habe gesagt, wie kann das sein? Mhm. Auch auf moralischer Ebene. Ja. Ich habe 1500 Euro das Auto verkauft, 1500 Euro eingenommen und jetzt wollen die 2300 Euro. Mhm. Ich habe gesagt, hier ist doch irgendwo ein Fehler. Versteckte ja. Kamera oder... Ja, ja. Also ich kam irgendwie mit der Welt nicht klar. Mhm. Ja, dann musste ich mich erstmal so ein bisschen ja, fangen. Und das war so meine Entjungferung im Gewährleistungsbereich Automobilhandel. Und dann habe ich verstanden, dass es auch eine andere Seite des Automobilhandels gibt. Ja, es ist nicht nur einkaufen, verkaufen und schön Gewinn machen, sondern man muss 12 Monate dafür haften. Ja. Ja? Und deswegen, es war nicht schön, man ärgert sich, ja, man regt sich auf und vor allem, man weiß nicht, wie man damit umgeht. Ja. So, wo habe ich mir Rat geholt? Solche Themen und solche, solchen Input wie dieser Podcast, den wir gerade machen, oder geschweige denn ein Training, ja, ja, bevor ein Hüseyin Zahn nicht auf die Idee gekommen ist und sich, also irgendwann diesen Impuls hatte, ey, pass auf, es gibt ja so viele Menschen, die Unterstützung brauchen, wie ich damals, und mal Umsatz ins Leben gerufen hat, wo wir andere Automobilhändler genau in solchen Situationen unterstützen, gab es ja nicht. Mhm. Also, was habe ich gemacht? Ich bin zu einem, ich will nicht sagen befreundeten, ja, aber auf einer kollegialen Ebene hat man sich verstanden, weil man doch das ein oder andere Auto von ihm geholt hat, bin ich hingegangen und habe nach Rat gefragt. Ja, der war viel weiter wie ich, der war schon bereits so 8 Jahre Automobilhändler, hat auch schon Fahrzeuge im Bestand gehabt, die ich auch gerne hatte, hätte damals. Und habe ihn nach Rat gefragt. Ich bin mit dem Brief da hingegangen. Und da bin ich auch nochmal neu auf die Welt gekommen. Und in dem Moment habe ich dann begriffen, ja, hat sich für mich resultiert nach der Antwort, wo ich bekommen habe, die war sehr salopp. Ja, Motorschaden, du musst dafür haften. Aber der hat mich da irgendwie nicht unterstützt oder hat gesagt, pass auf, ich verfasse jetzt mal den Brief oder die Mail für dich, so wie wir es beim Umsatz machen. Ja. Oder im Gewährleistungscall, da verfasse ich für euch die Briefe und die Mails oder jemand von meinem Team. Und dann habe ich gemerkt, Armin, der Informationsfluss im Automobilhandel ist gleich null. Das höre ich auch immer wieder in den Strategiegesprächen, das weiß ich, ja. Ich habe auch einen gefragt, wer sein Steuerberater ist, weil ich einen gesucht habe. Ja. Weißt du, was seine Antwort war? Geh nicht zu meinem, der ist schlecht. Das kennen wir doch. Okay, wenn er schlecht ist, warum bist du bei ihm? Ja, kennen wir doch. So, er wollte nicht, dass ich zu seinem Steuerberater gehe. Ja, ja. So, und das ist halt ein Thema. Automobilhändler sagen dir nicht, wo sie ihre Autos einkaufen. Automobilhändler sagen nicht, wie sie arbeiten. Sie sagen nicht mal, welche Kaufverträge sie nehmen. Sie sagen dir nicht mal, woher sie ihre Preisschilder haben. Ja. Die sagen dir nicht mal, woher sie diese Preisschilder haben. Ja. Verstehst du? So, und dann habe ich gemerkt, okay, der Informationsfluss ist gleich null. Und das war auf jeden Fall ein Erlebnis, wo nicht so toll war. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, okay, es gehört dazu. Und weil es dazu gehört, das kann man nicht irgendwie wegschneiden. Das ist kein Wünsch-dir-was-Konzert, wo du sagst, ja, ich möchte jetzt morgen Automobilhandel betreiben. Aber das Thema Gewährleistung, das hätte ich gerne nicht. Das geht in der Schweiz, ja. Da verkaufst du ab Platz, Kunde weg und ciao. Ja. Trotzdem ist der Service-Level viel höher wie in Deutschland, weil jedes Auto wird mit einer Garantie verkauft. Das Fahrzeug ist in den ersten 100.000 Kilometer, glaube ich, Inspektion inklusive. Also obwohl es in der Schweiz keine Gewährleistung gibt, da gibt es keine Sachmangelhaftung. Du kaufst das Auto ab Platz. Das heißt, wenn der Wagen mit allen 4 Rädern den Platz verlässt, dann gibt es keine Gewährleistung. Aber die Qualität ist trotzdem besser. Ist halt die Schweiz, ne? Verstehst du? Jeder Händler gibt eine Garantie. Ja. Und so weiter und so fort. Da gibt es Inspektionspakete. Ja, ich weiß. Also, dass ich jetzt kein Fan bin von der Gewährleistung, ist klar, aber ich habe die Lösung im Training. Man muss halt damit lernen, umzugehen, exakt, damit zu leben. Dann und, ist es kein Problem mehr. Um da vielleicht bei dem Punkt auch mal einzusteigen, was ich auch immer wieder in meinen Strategiegesprächen sehe, ist immer, dass Händler versuchen, Wege zu finden, wie sie die Gewährleistung umgehen können. Ja. Ihr könnt die Gewährleistung nicht umgehen, ja. Und die einzige Lösung ist, zu lernen und einen Prozess aufzusetzen, wie man mit dieser Gewährleistung umgeht in seinem Geschäft. Dann ist das kein Thema mehr. Dann ist es auch kein Problem mehr. Und ich sage immer wieder als Beispiel,
wenn ich die Frage bekomme, ey, wie kann ich die Gewährleistung umgehen oder wie kann ich es schaffen, ohne Gewährleistungen irgendwie ein Geschäft aufzubauen. Nenn mir einen Händler, der es geschafft hat, ohne Gewährleistung irgendwie groß zu werden. Es gibt keinen, ja. Du kannst. Ja. Also du kannst jetzt hingehen und Fahrzeuge ohne Gewährleistung verkaufen. Mhm. In den Export. Ja, richtig, ja. Du kannst ins Ausland. Was ist die Quintessenz? Du verzichtest aufs Endkundengeschäft. Richtig, und darauf möchte ich hinaus. Nenn mir einen, also ich kenne sehr viele Händler, und du auch, Hüseyin. Du hast ja mit über 1000 gesprochen. Richtig. Und ich kenne sehr viele im Training, die du beraten tust. Sehr richtig. Und ich kenne mittlerweile so viele Händler, ja, deutschlandübergreifend. Und ich kenne kaum einen Händler, also ich rede jetzt wirklich von der Allgemeinheit, von der Masse, ja, ja, an Händlern, die es schaffen, mit reinem Exportgeschäft, ja, das Geld zu verdienen, was du nachher im klassischen Endverbrauchergeschäft verdienst. Das ist nicht möglich, ja. Armin, das kann jeder. Das ist simpel. Genau, einfach Schrottware ins Ausland schicken, ja, das kriegt jeder irgendwie hin. Aber ein funktionierendes Geschäft hier aufzubauen mit all diesen gesetzlichen Regularien, das schaffen die wenigsten, ja. Und deswegen scheitern sie auch. Und worauf ich vorhin hinaus wollte, ist, ich gebe dir ein Beispiel, Hüseyin. Ja, du kennst auch Amazon, kaufst ja auch da viel ein, richtig? Ja. Ja. Und das sage ich auch in meinen Strategiegesprächen immer, jeder von uns kennt Amazon, wir kaufen da auch ein. Und was passiert bei Amazon? Ja, wir schicken auch mal Pakete zurück. Ja, wir haben jetzt gerade hier auch in diesem Zimmer ein paar Pakete stehen, die gehen auch wieder zurück zu Amazon. Und was ich sagen will, ist, Amazon hat über, glaube ich, 50% Retourenquote. Ja, lass mich nicht lügen, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Fakt ist, die kriegen so viele Pakete, wie sie rausschicken, kriegen sie auch wieder zurück. Ja, und trotzdem gehört es zu eines der größten Konzerne der Welt. Warum? Ja, weil es immer noch Pakete gibt, die ankommen, mit denen Geld verdient wird. Ja, worauf sich so viele Händler konzentrieren, weil Gewährleistung ist auch viel Thema Mindset, auch wenn das Wort ausgelutscht ist, aber es ist wirklich so. Viele Ängste und Kopfschmerzen werden im Kopf zubereitet. Das bedeutet, anstatt sich darauf zu konzentrieren, hey, wenn ich 10 Autos verkaufe, absolut, mit den 8 Autos kann ich Geld verdienen. Ja. Nein, konzentrieren Sie sich auf die 2 Autos, die potenziell in den nächsten Monaten zurückkommen könnten, ja, und mit denen ich Geld verliere. Ja, aber hey, wenn ich 8 Autos verkaufe, kann ich immer noch irgendwie 16.000 Euro im besten Fall verdienen. Ja, dann habe ich halt 1, 2, die zurückkommen. Absolut. Dann nehme ich das in Kauf. Absolut. Allein diese Denke, wenn ich das in den Strategiegesprächen denen so aufzeige, sitzen die da und denken so, fuck, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Absolut. Vor allem, das war sehr gut erklärt von dir, ne? Also wir kriegen es ja sehr oft mit. Und klar, aber es hat ihnen keiner beigebracht, denn sie versuchen, wenn sie die Energie, die sie investieren, in die Gedanken, wie umgehe ich die Gewährleistung, wenn sie diese Energie investieren würden, wie kann ich mit der Gewährleistung trotzdem ein gutes Geschäft machen, dann wird das Ding gelöst. Absolut, ja. Weil es gibt ja genug Wege, ja. Richtig. Aber es ist ein Thema, wenn du mit der Gewährleistung, sag ich mal, arbeiten möchtest, ja, das heißt, so in deinem Automobilhandel implementiert hast, in deinem Autohaus, dass es kein Thema mehr ist, es gehört dazu. Ja, ja. Also wir einkaufen, wir verkaufen, wir reparieren, ich sage immer, bestellen. Gewährleistung gehört für uns dazu wie die Luft zum Atmen. Absolut. Wer das nicht erstmal im Kopf so akzeptiert hat, ja, der wird nie, exakt, und wirklich niemals die Ziele erreichen, die er hat. Ob er 100.000 Euro nachher erzielen will im Monat oder eine Mio, völlig egal. Wirst du nicht schaffen. Ja, absolut. Und du musst dich nicht damit anfreunden, aber du musst es akzeptieren. Es gehört zum Geschäft dazu. Richtig, ja. Und es ist ein Bestandteil, wie einkaufen, wie verkaufen, wie Teile bestellen, wie aufbereiten, wie Zulassungsstelle, Autos an- und abmelden. Es gehört einfach dazu. Punkt. Und Emotionen beiseite. Ja. Weißt du, wie viele Automobilhändler ich kenne, ja, die schreiben mit dem Kunden über WhatsApp, die schreiben mit dem Kunden nachts per SMS, die schreiben mit dem Kunden über Instagram, die schreiben mit dem Kunden E-Mails, die schreiben mit dem Kunden über Facebook. Das ist der Wahnsinn. Und jedes Mal werden sie emotional und die regen sich über den Kunden und über das Verhalten auf. Ja? Und jemand, der wütend wird, der sauer wird, ja, das ist Selbstbestrafung aufgrund
des Verhaltens von einer fremden Person. Das musst du dir vorstellen. Richtig. Du bist jemand anders, irgendwo, macht einen Scheiß-Move und du bestrafst dich. Ja. Also nochmal, jemand anders verhält sich scheiße, falsch, beschissen, du bestrafst dich. Ja. Das ist Wut. Ja. So. Und was wir machen bei Mach Umsatz, einen klaren Prozess, wo der Kunde sich einfügt und anpasst. Es ist immer das Gleiche. Die Wege sind immer die gleichen. Ja? Und wir nehmen da sehr vielen Automobilhändlern, die bei uns im Training sind, viel Stress. Eine riesige Last ab. Viel Stress ab. Es ist ein ekliges Thema. Ja. Und bei dem Thema auch zu bleiben, so viele sind froh, wenn sie bei uns im Training sind, weil sie merken, ey, das Thema ist gar nicht mehr so stressig, wie es davor war, weil wir durch unsere Prozesse, die wir selber im Autohaus haben und über Jahre hinweg sich etabliert haben, denen zeigen, wie stressfrei dieses Thema eigentlich sein kann. Aber wie du vorhin gesagt hast, wenn es einem keinem zeigt, dann wird es natürlich auch schwer, das zu wissen. Ja, was ein ganz wichtiges Thema ist, das hast du auch eingangs angesprochen, da habe ich auch sehr viel Module im Training, ist das Thema Mindset zur Gewährleistung. Ja. Du musst hängt der Sache... zusammen. Es hängt beides zusammen. Du musst der Sache einfach richtig gegenübertreten. Ja. Weil es ist da. Also lerne, damit umzugehen. Mhm. Und viele fokussieren sich dann nachher, wie löse ich den Fall, wenn er da ist. Ja. Aber das Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass es gar nicht eintritt. Richtig. Und da machen sehr viele einen Fehler. Ja. Sie kaufen Ware, wo das Gewährleistungsrisiko sehr hoch ist, weil sie sind angewiesen, alles zu kaufen. Okay? Sie können sich die Ware nicht aussuchen. Wir bringen unsere Partner in die privilegierte Situation, sich die Ware auszusuchen, nicht das zu kaufen, was sie müssen, ja, sondern was sie wollen. Wie oft habe ich Partner, die frisch reinkommen, wo ich Fahrzeuge im Bestand sehe? 2.0er TFSI bei Audi, 1.4er TFSI, EcoBoost-Motorfront Focus. Wie sagst du zu Fahrzeuge denen immer? Fahrzeuge mit 170, 180.000 Kilometer. Warum kauft ihr das? Ja. Da ist doch ein Gewährleistungsfall vorprogrammiert. Also achtet drauf, dass ihr Ware kauft, die funktioniert und die ordentlich ist. Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, was extrem wichtig ist, mach einen ordentlichen Auslieferungscheck. Ja. Weil 80% der Gewährleistungsfälle sind hausgemacht. Ja. Der Kunde fährt nach Hause, am nächsten Tag funktioniert die Klimaanlage nicht. Die Sitzheizung funktioniert nicht. Die Zentralverriegelung funktioniert nicht. Funktionen, die im Alltag sich erst bemerkbar machen, mach einen ordentlichen Auslieferungscheck und dann schau, dass das Fahrzeug eine ordentliche Garantie bekommt, die nicht im Preis inklusive ist, die der Kunde bezahlt. Ja, idealerweise und du sogar noch Geld verdienst damit. Ja, klar. Und bei uns lernst du im Training, wie du mit der Garantie Geld verdienst. Und da kommen ja die meisten Automobilhändler auch an ihren Grenzen. Ja, der Kunde möchte keine Garantie abschließen, weil der sagt, ich habe doch Gewährleistung. Ja, dann kannst du einfach nicht verkaufen. Punkt. Ganz einfach. Und wir haben ja ganz klare Skripte, wie du die Garantie an den Mann bringst. Und der Kunde ist dir dankbar. Ja. Ja, das ist natürlich ein ganz leidiges Thema. Das Thema Gewährleistung und da verschenken halt auch brutal viele Händler Potenzial. Richtig. Denn sie scheuen sich vor dem Endkundengeschäft. Ja. Auch da wieder Thema Mindset, ja, weil viele eben Angst haben. Ich habe so oft Händler bei mir in den Gesprächen da sitzen, die sagen, ja, ich bin schon seit 5 Jahren Händler, mache aber nur Export, weil, ja, wenn ich jetzt B2C-Geschäft betreibe, also Endkundengeschäft, dann habe ich ja Gewährleistung. Ja, also gibt es keine Händler, die trotz Gewährleistung Millionen machen mit Automobilhandel. Ja, doch. Ja, was machen die? Zaubern? Nee, ja, also gibt es ja Lösungen dafür, ja. Und genau diese Lösungen zeigen wir im Training, weil anhand unseres eigenen Beispiels sieht man einfach, es funktioniert, ja. Und du musst einfach wissen, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, Hüseyin, mit deinem Kunden ihn quasi wie so ein, auf so ein Fließband schon von vornherein ab dem Verkauf draufsetzt, dass so etwas nicht mehr passiert. Dann gibt es auch kein Rechts und Links. Absolut, ja, bei uns im Training ist ganz genau erklärt vom ersten Schritt bis zum letzten, ab dem Moment, wo das Auto verkauft ist, was zu machen ist, ja, damit so ein Fall in der Regel, ja, 100% gibt es nie, aber in den meisten Fällen gar nicht erst eintritt. Ja. Und wie du vorhin schon gesagt hast,
oft liegt es an der Ware selbst. Ja, absolut. Weil wenn ich geile Ware habe, minimiere ich das Risiko sowieso. Man hat immer irgendwie einen Fall, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt einen Fall in einem halben Jahr habe oder ob ich jeden Monat solche Fälle habe, ja, was mir sehr viele Kopfschmerzen bereitet. Weil wie oft würdest du sagen, hast du denn im letzten halben Jahr einen Gewährleistungsfall? Armin, also nochmal, die Autowelt, die läuft wie diese Breitling, die ich heute anhabe, wie genau. Ein Schweizer Urwelt. Deswegen frage ich. Ja, also es gibt natürlich auch wir haben Gewährleistungsfälle. Aber wenn du einen Seat verkaufst und nach 2 Monaten leuchtet Travel Assist, das leuchtet bei jedem dritten Wagen. Das sind Themen, das sind Probleme, die die Fahrzeuge haben, die sind vom Hersteller schon so produziert. Mhm. Für die können wir nichts. Wir haben die Fahrzeuge nicht gebaut. Ja. Aber wir haben so gut wie keine Gewährleistungsfälle, die hausgemacht sind. Und wenn, dann haben wir einen ganz klaren Prozess, wo dann, wenn mal ein Anruf kommt oder mal eine E-Mail reinflattert, wo dann keiner wie so ein Fuchs rumhüpft, wo jemand auf den Schwanz getreten hat, sondern wir sind ganz ruhig, wir wissen, wie wir damit umgehen. Sachmangelhaftung ist einer meiner Kernkompetenzen. Ja, ich behaupte, es gibt keinen Automobilhändler in Deutschland. Ja, deswegen mache ich das auch im Training. Das ist ein riesiger Part, ja, der so eine Koryphäe ist wie ich. Ja, weil ich weiß ganz genau, wie du welche Mail schreibst, wann du welche Schritte setzt, was deine Rechte sind, ob es ein Verschleißteil ist, ja, nein und so weiter. Das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, Hüseyin. Die verschenken Geld. Ja, die verschenken Geld und du hast gerade gesagt, ich weiß ganz genau, was unsere Rechte sind. Die meisten wissen nicht, was ihre Rechte sind. Die wissen nur, dass der Kunde Rechte hat. Genau. Und der Kunde weiß alles. Wie sieht denn der 0815 Gewährleistungsfall aus? Also ich kann euch sagen, wenn wir in der Autowelt, also wenn ich da rumlaufe und ich das ganze Team anschaue, sobald da irgendwann mal ein Gewährleistungsfall reinkommt, die sind todesentspannt. Die ganzen Leute, egal ob Patrick, Erik, egal wer, die wissen ganz genau, was sie zu tun haben und es geht ganz normal weiter. Ja. Wie sieht es denn bei den klassischen Automobilhändlern aus? Der Kunde ruft an, reklamiert ein Auto. Tag ist durch. Der Tag ist erstmal gelaufen. Tag ist durch, wenn Freitagmittag ein Gewährleistungsfall reinkommt, Wochenende im Eimer. Ist kaputt, ja. Und am besten noch am nächsten Morgen, weil der Kunde hat dir um 3 Uhr nachts WhatsApp geschickt, schickt dir Bilder vom Fahrzeug, schickt dir eine lange Nachricht, was für ein scheiß Händler du bist, dass du ein Betrüger bist. Ja. Du startest so in den Tag und dein Tag ist schon gelaufen. Ja. Und es kommt eben noch dazu, dass bei den allermeisten Händlern, sobald das dann eintritt, sie mit dem Kunden dann telefonieren, der Kunde ihnen eine Ansage macht, was an dem Auto alles scheiße ist und kaputt ist, Und dann, was sagt der Händler? Ja, bringen Sie das Auto, kein Problem, Hauptsache kein Stress, ich nehme das Auto auch zurück, aber bloß nichts mit Anwalt und bloß nichts, dass wir irgendwie, oder eine schlechte Google-Bewertung. Nein, es gibt einfach Dinge, die musst du als Händler gar nicht machen. Ja. Das Problem ist, die meisten wissen es gar nicht. Ja, sie kennen ihre Rechte nicht und vor allem der Kunde ist ja, also der Kunde, der heutzutage ein Auto kauft, der ist ja super informiert, und es gibt ja immer noch den schlauen Nachbarn. Also einen gibt es immer, der sagt, pass auf, du hast 12 Monate Gewährleistung, egal was ist, der Händler muss bezahlen. Und wenn der Kunde halt eine Mail schreibt, dann ist der natürlich so verfasst, als hätte es ein Anwalt geschrieben, laut BGB 34, da habe ich das Recht, sie müssen Internet, Gewährleistung, Sachmangelhaftung, dies, das, so. Und hey, da machen es die meisten Händler in die Hosen. Richtig, auch wieder Mindset. Die machen sich in die Hosen und ich möchte euch jetzt allen was sagen. Auch als Automobilhändler hast du in der Sachmangelhaftung Rechte. Punkt. Die wenigsten kennen sie aber. So. Und auch das zeigen wir im Training. Was sind deine Rechte? Was sind deine Rechte? Ich würde jetzt behaupten. Wir haben ja jetzt den Gewährleistungscall. Ja. Da kann jeder Händler unabhängig vom Training, ist ein zusätzliches kleines Training, da kann jeder Händler für 199 Euro im Monat am Gewährleistungscall teilnehmen. Ja. Also der Händler zahlt 199 Euro und kann jede Woche 4-mal im Monat zu mir in die Sprechstunde kommen und ich löse für ihn die Gewährleistungsfälle. Der muss nicht mal selber die Mails erfassen. Das machen wir für ihn. Und weißt du, im Jahr 2009, als ich gestartet bin mit Automobilhandel, als dieser Golf 3 kam, als der Brief vom ADAC kam, weißt du, wie froh ich gewesen wäre, wenn ich jemanden fragen könnte, wie zum Beispiel Machumsatz? Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich sehe immer die Gesichter der ganzen Händler, die bei mir in den Calls sitzen, die wirklich schon fast den Drehen nahe sind, weil
Es ist schon ein sehr schmerzhaftes Thema, weil du verkaufst ein Auto, bist glücklich über dein Geld, ja, hast auch Zeit und Geld da reingesteckt, ja, und jeder Händler kennt die Situation. Du suchst ein Auto, bereitest das auf, putzt das, machst den Check, stellst das Inserat und dann der Verkaufsprozess, ja, der Kunde kommt, schaut sich's an, steckst da Stunden Arbeit rein, dann geht das Auto vom Hof und was passiert? Bam, ruckzuck, einen Tag später steht der Kunde vor der Tür und sagt, nee, ich will es doch nicht mehr haben, weil die Lampe leuchtet, Motorkontrollleuchte oder sonst irgendwas am Arsch ist und du denkst ja, fuck, wie du gesagt hast, der Tag ist gelaufen. Und sind wir ehrlich, jetzt von Händler zu Händler, so ging es dir auch schon sehr oft und so geht es dir wahrscheinlich immer noch. Ja? Der Unterschied ist, es muss dir so nicht mehr gehen, ja? Weil wir haben Lösungen dafür, klare Prozesse, so wie wir es in der Autowelt machen, damit das Thema Gewährleistung absolut, ja, für dich einfach das Normalste der Welt wird, so wie der Einkauf und der Verkauf. Und jetzt stell dir mal vor, dein Geschäft würde so funktionieren, dass egal welcher Gewährleistungsfall reinkommt, du immer wieder den gleichen Ablauf hast. Egal, was die Kunden dir schreiben, immer wieder die gleichen Abläufe und dass du am Ende nicht jedes Auto zurücknehmen musst, irgendwelche teuren Reparaturkosten hast, sondern dass du auch mal im Recht bist bei deiner Gewährleistung. Ja. Aber das musst du halt wissen. Ja, du musst wissen, ab welchem Moment kann ich dem Kunden sagen, lieber Herr Kunde, ich kann verstehen, Sie sind verärgert, aber in diesem Fall habe ich, kaum zu glauben, auch in Deutschland Rechte und dieses Teil oder diese Reparatur muss ich nicht bezahlen. Vor allem, Armin, gerade für diejenigen, die mit Automobilhandel starten. Ja. Es gibt da, und diese Strategien und die Vorgehensweise, die Schritte zeigen wir ja im Training auf, im Startertraining. Ja. Wie du dich gerade am Anfang, wenn du diese Ware verkaufst, die günstiger ist, komplett zu 100% von der Gewährleistung schützen kannst, ja, absichern kannst, weil das ist natürlich ein sehr gefährliches Thema. Pass auf, seien wir doch ehrlich, diejenigen, die mit Automobilhandel starten, wenn jemand 10.000, 15.000 Euro hat, dann ist das schon sehr viel Geld. Absolut. Ja, weil gerade in der Zeit, Inflation und Co. in der wir uns bewegen, und Deutschland ist ja da sehr gut drin, dass die Unterhaltskosten in Deutschland sind ja sehr hoch. Da ist Deutschland leider gut drin. Ja. Wir zahlen für Strom und für Gas und für Öl brutal viel Geld wie kein anderes Land in Deutschland. In Europa. Steuern sind sehr hoch. Also es ist aktuell so, wenn jemand Angestellter ist und einen normalen Job hat, dann lebt er für seinen Kühlschrank, für den Magen. Das war's. Ja. An dem Monat ist nichts mehr übrig und der Monat ist immer länger wie der Lohn. Es gibt immer mehr Monat wie Lohn. Und da ist es natürlich sehr schwer, Geld beiseite zu schaffen. Man will ja auch Urlaub machen, man will ja, vielleicht hat man Kinder, man will denen was gönnen und so weiter und so fort. Und da ist es sehr schwierig, Geld beiseite zu schaffen. So, und jetzt möchte sich jemand selbstständig machen und hat mit Ach und Krach irgendwie 5.000, 10.000, 15.000 Euro beiseite geschafft, gespart, ja, seine 10.000 und möchte jetzt mit Automobilhandel starten. So. Wenn seine Verträge nicht rechtssicher sind, wenn er nicht weiß, wie er mit dem Thema umgeht, wenn er sich von Anfang an nicht absichert, und Leute, ich sage euch, ich weiß, es geht, ich weiß, wie es geht, dass ihr euch am Anfang davor schützen könnt, gerade im unteren Preissegment, im Kleinwagenbereich. Und wenn jemand seine 10.000 beiseite geschafft hat und mit Automobilhandel startet und wenn er sich bei dem Thema Gewährleistung nicht absichert, wenn seine Verträge nicht rechtssicher sind, jetzt stell dir folgende Situation vor. Der bringt irgendwie 10, 15 Autos in Umlauf und es kommen 5, 4 Motorschäden rein. Ja? Der verzettelt sich, der weiß nicht, wie er damit umgeht. Der geht ruckzucki hops. Also, weil die Kosten der Fahrzeuge, die zurückkommen, viel höher sind als sein Kapital, natürlich auch als seine Einnahmen. Der macht schneller zu, als der angefangen hat. Ja? Das ist einfach ein Risiko. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du jemand an die Seite nimmst, der dir ganz genau von Anfang an zeigt, wie du mit dem Thema umgehst. Also Armin, gehen wir mal zurück ins Jahr 2009 zum roten Golf, Golf 3, mein allererster Gewährleistungsfall, Anwaltbrief von der ADAC. Ich hätte mir damals jemand gewünscht, ja, der mich dabei unterstützt, der mir ganz klar aufzeigt und mich auch begleitet, wie ich mit dem Thema umgehe. Jetzt sind wir nicht im Jahr 2009, sondern es gibt ja auch Umsatz, ja, und wir können dich in genau solchen Fällen unterstützen. So, und wenn du jetzt jemand bist, egal ob du mit Automobilhandel starten willst oder ob du bestehender Automobilhändler bist und das Thema Gewährleistung für dich noch ein Thema
ist, ja, wenn es dich immer noch nervt, wenn es immer noch zu sehr in die Tasche geht, wenn es immer noch dir und deinen Emotionen schadet, wenn du da immer noch keine klaren Prozesse und Strukturen hast, ja, dann können wir natürlich auch dich dabei unterstützen, damit du vor allem als Inhaber, ja, und Geschäftsführer eines Automobilhandels dich auf den Wachstum konzentrieren kannst und nicht den ganzen Tag irgendwelche Gewährleistungsfälle bearbeiten musst, ja, denn davon kenne ich sehr viele Automobilhändler. Wenn wir auch dich dabei unterstützen sollen, ja, damit das Thema Gewährleistung für dich kein Thema ist, in der Zukunft kein Thema mehr sein wird, dann klicke einmal auf den Link unter diesem Video oder unter dem Podcast und trag dich einfach ein für ein Erstgespräch, für ein Strategiegespräch und dann werden wir auch dir aufzeigen, wie wir dich dabei unterstützen können und damit es auch bei dir, so wie bei uns, das Thema Gewährleistung kein Thema mehr ist. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch bitte eine gute Bewertung da und ich hoffe auch, das Video hat dir gefallen auf YouTube. Und wenn du weiterhin geilen Content, Real Talk zum Thema Automobilhandel weiterhin hier haben möchtest, damit bespielt werden möchtest und auch die nächsten Videos nicht verpassen möchtest, dann klicke irgendwo auf die Glocke, abonniere diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Podcast. Armin, vielen Dank wie immer für deine Unterstützung und deine Begleitung und es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Ciao.